Abstehende Ohren sind für die Betroffenen nicht zu verachten. Insbesondere Kinder leiden in der Schule durch Hänseleien und werden immer wieder der Lächerlichkeit preisgegeben. Dr. Ulf Kuhlemann zeigt uns heute, was man gegen diese Fehlstellung machen kann. Bei dieser Operation geht es einfach darum, die Ohrmuschel in ihrer Stellung näher an das Felsenbein heranzubringen und gegebenenfalls, wenn die Ohrmuschelfalte nicht komplett ausgebildet sein sollte, so wie in diesem Fall, neu zu bilden, sodass ein harmonisches Gesamtergebnis entsteht. Wir werden also im Rahmen dieser Operation einerseits das Ohr in seiner Stellung näher an das Felsenbein heranbringen und andererseits durch eine sogenannte Anthelixfalte die Ohrmuschelform insgesamt optimieren, sodass ein harmonisches Gesamtergebnis entsteht. Zunächst wird eine örtliche Betäubung durchgeführt, damit eine Blutungsneigung während der Operation minimiert werden kann. Vor Beginn der Operation wird durch eine Skizze der zu entfernende überschüssige Haut- und Weichteilbereich angezeichnet. Weil man sehr vorsichtig sein sollte, dass man nicht zu viel Haut entfernt, um eine Narbenbildung zu vermeiden. Von der Ohrmuschelrückseite aus, von der Umschlagfalte aus, wird mit der Operation begonnen und wird überschüssiges Haut- und Weichteilgewebe entfernt. Nun sucht man sich den Knorpel auf der Ohrmuschelrückseite auf und entfernt vorher überschüssiges Haut- und Weichteilgewebe. Wichtig ist, dass eine sehr sorgfältige Blutspülung durchgeführt wird, damit kein Bluterguss entsteht und damit man unter Sicht sehr vorsichtig den Knorpel präparieren kann. Nach der Entfernung von überschüssigem Haut- und Weichteilgewebe beginnt nun die Präparation des Knorpels auf der Ohrmuschelrückseite. Es handelt sich hierbei um eine kombinierte Operation aus Schnitt-, Naht- und Ritztechnik. Das heißt, es wird in einem späteren Verlauf der Operation noch der Knorpel präpariert, um die Anthelixfalte auf der Vorderseite, welche hier ungenügend ausgebildet ist, neu darzustellen. Dies geschieht durch Nadelfixation. Aber zunächst erfolgt die komplette Präparation der Ohrmuschelrückseite. Wo die neu zu bildende Anthelixfalte erwünscht ist, wird durch Nadeln dieser Bereich vorher markiert. Noch eine. Entlang dieser Nadeln erfolgt im Anschluss eine Knorpelinzision. Schärfungselevatoren ist nicht da, ne? Auf diesem Wege gelangt man von der Ohrmuschelrückseite in den Bereich der neu zu bildenden Ohrmuschelfalte auf den Knorpel der Vorderseite, um diesen zum späteren Verlauf durch parallele Schnittführung zu riefen. Auf diesem Weg erzielt man eine natürliche Wölbung des Ohrmuschelknorpels. Elevatorien bitte. Nun erfolgt der Bereich, in dem die Ohrmuschel näher an das Felsenbein herangebracht wird. In diesem Bereich der Operation geht es darum, durch Nähte die Ohrmuschel von hier näher an den Knochen hinter dem Ohr an das Felsenbein zu bringen. Das ist auch auf die Wand. Ja. Und diese Anthelixfalte ist jetzt ausgebildet und das Ohr befindet sich in einer Stellung, wo es oben etwas mehr absteht als unten und befindet sich in einer natürlichen Stellung.